in deinen Schuhen. Heute bin ich mal bei uns beim Landkreis in unserem, ja, einem unserer eigenen Bereiche, und zwar in unserer Kreisstraßenmeisterei. Ich werde heute mal so den Tag die Kollegen begleiten, unterschiedlichen Bereichen dabei sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Sie haben gesagt, ich werde richtig zu tun haben. Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall habe ich heute mal meinen Anzug oder meinen Rolli gegen echt warme Klamotten getauscht. Mal gucken, ob es mir heute Abend auch noch so geht. Für die Arbeit hier als Praktikant einen Tag. Ganz wichtig, Tragepflicht von Warn- und Schutzkleidung, Schuhe, Jacke, Hose, Handschuhe. Was noch wichtiger ist, sich bis verhalten im Straßenverkehr. Also wirklich Augen, Ohren auf der Straße. Es ist dort viel los auch. Deswegen immer gucken, wenn man rausgeht, aus dem Auto aussteigt, wenn Probleme sind. Der Kolonnenführer ist vor Ort und der ist auch weisungsberechtigt gegenüber den Praktikanten. Maulwurfshügel gemacht. Alles gut. Voller Lob. Ein kleines Lob habe ich auch gekriegt. Ein kleines. Also, und am besten mit der Schippe umgehen kann der Maurer, habe ich auch gerade gelernt. Also ich muss ehrlich sagen, Übungssache nachher. Das lernt jeder. Genau, das sah recht gut aus. Das lernt jeder. Ist auch mal so 60 km/h in der Spitze an der Mecklenburg. Und dann ist passiert, ne? Der Südostwind bringt uns so richtig keinen Alpenföhnwind im Zwei-Tage-Trend, aber trotzdem wird es ein bisschen wärmer, ein bisschen milder. Das ist teuer für manche Fahrer. Total aus meiner Blase raus. Kündige. Weiß nicht, ob ich die Kündigung annehme.
ich sage mal so, du hast dich ganz gut geschlagen. Beim Schlitten habe ich erst gedacht, naja. Ja, ich habe einen Maulwurfshügel gemacht. Ja, und bleiben die Maulwurfshügel oder nicht? Ich denke mal, das war auch mal sehr interessant, um zu sehen, wie filigran dann doch mit so einer großen Maschine gearbeitet werden muss, damit man dann ein gutes Ergebnis erzielt. Genauso wie beim Mähen. Ja, nee, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, gemacht. Dass es Spaß gemacht hat. Ja, ja, das war sehr beeindruckend. Nochmal lieben Dank an euch, dass ihr die Zeit gehabt habt. Es wusste ja keiner von den Kollegen, dass ich heute Morgen komme. War ein kleiner Schockmoment. Ja. Wer steht denn da an der Tür? Aber es hat echt Spaß gemacht, wurde toll aufgenommen von den Kollegen. Eine Sache, die mich echt ärgert, sage ich auch so, ich habe heute mal festgestellt, wie rücksichtslos ganz, ganz viele im Straßenverkehr sind, wenn unsere Kollegen da die Straße splitten und machen. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass alle das wertschätzen, weil am Ende, wenn die Straße heile ist oder in einem guten Zustand, kommt man auch sicher nach Hause. Und vielleicht kann man einfach einmal mehr ein bisschen mehr bremsen oder ein bisschen langsamer an unseren Kollegen vorbeifahren. Das habe ich hier gelernt und auch nochmal gesehen. Und ist schon nochmal was anderes, wie das in einer Papierakte zu lesen oder in E-Mails zu lesen oder im Haushalt zu sehen, als wenn man mal sieht, was ihr mit der Technik eigentlich jeden Tag machen müsst. Also herzlichen Dank. Ja. Also in deinen Schuhen. Jetzt wisst ihr es, vorletzte Folge. Mal sehen, was in der letzten kommt. Vielleicht gibt es auch noch einen Nachschlag. Ich kriege unglaublich viele Jobangebote aus dem Landkreis, was richtig Spaß macht. Aber ich habe ja auch noch einen richtigen Job, wo ihr dazugehört. Und darum lasst euch überraschen, was nächste Woche kommt. Herzliche Grüße, euer Stefan Sternbeck. Ciao.